Ja, wir sind wieder auf der DKM und diesmal am Stand der Swiss Life. Mein Gesprächspartner ist Herr Koch. Ich begrüße Sie. Hallo. Hallo, Herr Magnutzki. Grüß Sie. Ja, wir neigen wieder mal uns dem Ende zu. Wir haben Ende Oktober und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist das Geschäftsjahr bisher für die Swiss Life gelaufen? Sind Sie zufrieden? Ja, also das Jahr 2017 ist für Swiss Life bisher wirklich hervorragend gelaufen. Wir sind sehr zufrieden, insbesondere der große Bereich Altersvorsorge mit unserem Produkt Swiss Life Maximo, aber natürlich auch der Bereich der Arbeitskraftabsicherung mit unserer Swiss Life BU, mit unseren Branchenlösungen der Metallrente BU und Klinikrente BU, aber natürlich auch mit unserem Alternativprodukt zur BU, dem Swiss Life Vitalschutz. Fangen wir mal vorne an bei der Swiss Life Maximo. Worin unterscheidet die sich denn von anderen Rentenprodukten, andere Anbieter? Ja, also wir stellen natürlich fest, geschuldet der Niedrigzinsphase, dass klassische Produkte in der Beratung kaum mehr eine Rolle spielen. Und da treffen wir natürlich mit unserem Swiss Life Maximo, einem vorgebundenen Produkt mit Garantien, den Nerv der Zeit. Und was wir in diesem Jahr hier neu gebracht haben, ist auch eine vorgebundene Rentenbezugsphase, weil wir einfach festgestellt haben, der Kunde, der sich heute entscheidet für eine Aufschubdauer von 10, 20, 30 Jahren, wo er in Fonds investiert ist, warum sollte er denn zum Rentenbeginn dann auf einmal wieder in einem Klassikprodukt sein? Auch der möchte von der ersten Beitragszahlung bis zur letzten Rentenzahlung gegebenenfalls in Fonds am Kapitalmarkt investiert sein. Und genau diese Möglichkeit geben wir ihm jetzt oder hat der Kunde jetzt mit unserem vorgebundenen Rentenbezug. Also ich habe das richtig verstanden, eine fondsbezogene Rente, die trotzdem Garantien hat? Korrekt. Das ist natürlich für viele Kapitalanleger interessant, weil Fonds bieten natürlich Wachstumschancen die Garantien, wie funktioniert das? Ja, die Garantien, im Endeffekt ist das ja unser Kerngeschäft, das Kerngeschäft eines Versicherers, Garantien zu geben. Und ja, die Fonds geben quasi den Rest, die Renditemöglichkeiten, die der Kunde ja dringend braucht, um seine Versorgungslücken zu schließen. Es gibt ja Gesellschaften, die wollen von den Garantien gänzlich weg. Deswegen finde ich das interessant, wenn die Swiss Life sagt, Garantien sind bei uns unbedingt Bestandteil der Police. Ja, unbedingt nicht. Wir bieten Garantien an, wir bieten die optional an. Der Kunde kann auch bei Abschluss entscheiden, wie hoch diese Garantie sein soll. Wie beispielsweise in der BAV, wo man ja entsprechend gegebenenfalls eine Bruttobeitragsgarantie haben, der Kunde aber auch runtergehen kann auf 80% der gezahlten Beiträge, 50% oder auch ganz auf eine anfängliche Garantie verzichten kann. Und anfängliche Garantie sage ich jetzt ganz bewusst, weil wir in dem Produkt Swiss Life Maximo eine automatische Gewinnsicherung haben. Das heißt, selbst wenn der Kunde ohne Garantie startet, werden während der Laufzeit immer wieder Gewinne gesichert und da baut sich quasi peu à peu dann eine Garantie auf. Das klingt innovativ, sag ich mal, weil der Kunde selber wählen kann. Wenn wir jetzt mal ein bisschen vorausschauen, 2018, was ist da so die Zielsetzung oder die Perspektive bei der Swiss Life? Ja, ich glaube, die Zielsetzung, wenn wir über Innovationen sprechen, da sind wir wirklich produkttechnisch sehr, sehr gut aufgestellt. Ich glaube, das ganz große Ziel muss sein, die Beratung, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, um einfach diesem Auftrag, diesem sozialpolitischen Auftrag auch nachzukommen, ja, die Versorgungslücken der Menschen zu schließen. Okay, also das heißt, die Swiss Life fokussiert sich auch im nächsten Jahr sehr stark auf dem Bereich, auf den Bereich der Altersvorsorge. Ja, also die Altersvorsorge steht ganz klar im Fokus und daneben natürlich die Arbeitskraftabsicherung. Und auch das ist ja ein sehr wichtiges Thema, Arbeitskraftabsicherung, denn was nützt die schönste Altersvorsorge, wenn man die nicht mehr bezahlen kann, weil man zum Beispiel durch eine Erkrankung berufsunfähig wird als Beispiel. Gibt es da auch irgendeine Schwerpunktlage oder wie sind Sie da aufgestellt? Ja, also da sind wir ja, wie gesagt, als einer der ältesten Anbieter von Berufsunfähigkeitsprodukten sehr, sehr gut aufgestellt. Wir stellen auch fest, dass immer mehr spezielle Zielgruppenlösungen angefragt werden. Da sind wir natürlich als Konsortialführer und Produktgeber in den Produkten Metallrente BU und Klinikrente BU sehr, sehr gut aufgestellt, haben aber dann natürlich auch Alternativlösungen zur BU, weil nicht jeder kann oder will sich eine Berufsunfähigkeitsversicherung leisten. Nicht jeder bekommt eine, Stichwort Vorerkrankungen. Und nicht für jeden ist eine BU vielleicht immer automatisch die erste Wahl. Und da sind wir natürlich mit dem Grundfähigkeitenprodukt, dem Swiss Life Vitalschutz, sehr gut aufgestellt. Gerade für die körperlich Tätigen, für die eine BU sehr, sehr teuer ist, sind so die wichtigsten Grundfähigkeiten versichert, wie nicht mehr gehen können, nicht mehr stehen können, nicht mehr sitzen, Auto fahren,
Gebrauch einer Hand beispielsweise. Es kann aber auch eine Option eingeschlossen werden, wo eine schwere Krankheiten-Option dann mit drin ist und schwere Krankheiten mitversichert sind, bis hin zu Pflegeoptionen, die dann eine lebenslange Leistung garantieren. Also im Grunde genommen ein Angebot, alles aus einer Hand mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Herr Koch, das war wieder mal sehr interessant. Besten Dank und wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Jahr dann wieder. Ich gebe dann ab und bis zum nächsten Beitrag.